Perfektionismus und Ehrgeiz. Das ist auf jeden Fall so, wenn man zu lean kochen wollen würde, dann sind das die zwei essentielle Zutaten für diesen Rezept. Auf jeden Fall sehr viel Zeit mit Familie verbracht. Ich habe sehr viel Energie gebraucht halt wieder, weil da war man halt alleine. Also natürlich waren die Mädels da und wir sind irgendwann wie Familie geworden. Wir waren wirklich wie Geschwister und das ganze Team war mega, mega nett, wirklich wie eine zweite Familie. Aber trotzdem hat das diese Familie für mich gefehlt, also meine eigene Familie, und auf jeden Fall sehr viel Energie tanken und sehr viel nachschauen, was die Zuschauer schon so gesagt haben. Sie meinten, ich bin viel erwachsener und reifer geworden durch diese Erfahrung und dass ich halt viel bedachter rede, was normal ist, dass ich viel bedachter rede, weil da musste man auch zwischen so vielen Mädels darauf aufpassen, dass man niemanden verletzt, dass man mit niemanden einfach so irgendwie redet. Und dann haben die immer mir gesagt: Soline, lass los, wir lieben dich, wie du bist, und wir wollen, dass du so bist, wie du bist. Du sollst nicht bedachter reden, du sollst einfach losreden. Es war wie ein Klassenfahrt immer, als wäre man monatelang auf Klassenfahrt. Es war eine Mega-Erfahrung. Also ich muss sagen, würde man mich jetzt, nachdem das Ganze vorbei ist, fragen, ob ich das nochmal machen wollen würde, dann würde ich ja sagen. Na klar, ich habe immer noch Kontakt zu sehr vielen Mädels. Ich meine, wir sind wie Geschwister, wirklich. Das Ding ist, man kann sich das nicht vorstellen, aber ich kann ja ich habe meine beste Freundin, ich kann mit ihr über alles reden. Mit meine Freunde kann ich über alles reden. Aber wenn man überlegt, das sind die Menschen, die genau alles erlebt haben mit mir. Und über diese Dinge, diese spezielle Dinge, nur die können mich verstehen, was ich da sage. Also, wenn ich ehrlich gesagt, das Größte, wo ich sagen kann, ich bin über mich hinausgewachsen, sind die zwischenmenschlichen Situationen. Eher mehr als das die Challenges. Die Challenges waren natürlich alle sehr anspruchsvoll, aber ich habe mich eher mehr mich darüber gefreut. Also natürlich jetzt das Nacktshooting oder Männershooting war jetzt nicht unbedingt das, was ich jeden Tag machen würde, aber ich habe mich trotzdem darüber gefreut. So, auch wenn es immer so eine Grenze war, die überschritten wurde, wo ich dachte, oh, das hätte ich niemals gemacht. Aber das Größte und Anspruchsvollste war die zwischenmenschliche Situation, weil das ist eine Wettbewerbssituation da und halt man weiß nie, wie es sich entwickelt, wie es wird, aber ich bin total happy und zufrieden, wie das sich das Ganze entwickelt hat bis zum Ende hin. Ich sehe mich auf jeden Fall in die große Modelwelt. Also ich sehe mich schon als meine Modelkarriere starten. Ich möchte auf jeden Fall auch auf Social Media aktiv weiterhin bleiben, weil das mir auch Spaß macht. Aber mein erster Ziel ist, mich als Model aufzubauen. Ich meine, GNTM hat mir schon den Kick gegeben und diesen Sprungbrett gegeben und ich möchte es weiterhin aufbauen. Und natürlich möchte ich noch studieren. Werbe Germany's Next Topmodel. Ja, ich meine, hoffentlich ich, ne? würde Sinn machen. Aber ich muss sagen, es ist so eine schwierige Frage und ich habe keine Tendenz. Ich kann wirklich nicht sagen, wer es sein könnte. Aber ich habe wirklich keine Tendenz.